Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Pro Evolution Soccer 2015. Enzo Perez über die Partie gegen Karabakh FK. Entscheidend war letztendlich, dass wir unsere Chancen genutzt haben. Ja, schön, ihr habt das letzte Spiel gewonnen, aber wir sind weiter. Also spielen wir heute gegen den SSC Napoli um den Aufstieg. Also ein ziemlich wichtiges Spiel. Sehr, sehr wichtig. Endspiel von der Relegation. Es gibt nur ein Spiel, ja, kein Vor- und Zurückspiel. Gesperrter Spieler ist der Philipp Leuchten, der würde Englisch spielen. Wir schauen hier mal eben nochmal. Genauigkeit lang. Wow, okay. Srinna sieht nicht schlecht aus. Genauigkeit lang. Also weite Pässe meinst du? Ja, der sieht nicht schlecht aus. Den fügen wir mal da hinzu. Herrera. Okay. Der ist auch nicht so schlecht. Okay, Fernandinho. Kennt jeder. Mirallas. Wer ist Mirallas? Ist das ein Jugendspieler? Nein. Spielt bei Bayern. Nee, den brauchen wir nicht. Der hat viel Einsatz. Groß. Achso, Felix Groß, okay. Omrani, nein. Okay. Mal eben schauen. Ja, okay. Ja, wir spielen heute gegen den SSC Napoli. Zum nächsten Spiel. Los, heim. Wir spielen in unserem Heimstadion. Jawohl. Wir nutzen jetzt natürlich nur die Besten der Besten. Philipp Leuchten ist gesperrt, der war eigentlich ganz gut drauf, aber leider gesperrt. Ich möchte gern, dass Timmy da... Nein. für den Schneller kommt. Der Geldmacher, der Scheiße drauf. Egal. Bastian, okay. Sieht alles ganz okay aus. Dann wollen wir direkt mal starten. Los, Anstoß. Um einen tödlichen Flachpass zu spielen, drücken Sie X. Möchten Sie einen längeren Flachpass spielen, drücken Sie länger X. Englische Relegation. Dun, dun, dun. Los geht es. Oh, hier geht's schon hart zur Sache, denn wir müssen gewinnen. Als andere akzeptiere ich nicht. Alles andere akzeptiere ich nicht. Los. Boah. Harter Pass. Knapp vors Tor. Der ging aber weit daneben. Und Napoli gibt direkt schon Vollgas. Halten uns hier ein bisschen zurück. In unserer eigenen Hälfte. Jawohl. Salah hat den Ball. Bruma hat den Ball. Ja. Geldmacher läuft einfach am Ball dran vorbei. Was ist los mit ihm? Spürt er einfach nicht, dass das Spiel alles entscheidend ist. Okay. Torwart kommt raus. Bin ich mit einverstanden. Und der Pass war mir natürlich wieder grottenschlecht. Jawohl, Bastian. Nein! Los, Bastian. Bitte. Geldmacher. Gut, Eckball gibt es. Eckball. Reinhardt mit der Flanke. Kopfball. Nein. Nachschusschance. Nein, Geldmacher rennt wieder am Ball vorbei. Das gibt es doch nicht. Und er findet keine Anspielstation außer Bruma. Bruma passt. Er dreht sich um, schießt. Tor! 1-0. Wichtig war das. Das war sehr wichtig. Größer ist mein Held. Heutige Tore 1. Jawohl, da feiern sie wieder synchron. So. Hier kam Geldmacher, war ein bisschen ratlos. Passt zu Bruma. Bruma passt zu Röser. Röser dreht sich einfach mal um und schießt. Und Tor. Wunderschön. So. Jetzt müssen wir es eigentlich nur noch halten.
Das ist jetzt wichtig, dass wir keine Scheiße mehr machen. So, Rosa. Rosa hat den Ball. Jawohl, Junge. Zu Salah. Salah kann den Ball nicht annehmen. Schießt Pfosten. So, warte. Muss man eben aufschreiben. Was ist das? 21. Minute. Alles klar. So. Entschuldigung für einen kleinen Cut. Was mach ich hier? Lol. Was mache ich hier, Alter? Bin ich behindert? So, Bruma. Jawohl, Bruma holt sich auch nochmal einen Ball. Rösa. Jawohl, hinten sind die ein bisschen unkonzentriert. Aber dafür sind die vorne umso stärker. Hamzik ist recht gut. Oh, der lange Pass, der sieht ein bisschen zu lang aus. Nein, den kriegt er echt noch. Aha, doch nicht. Lol, wohin wirft er, Alter? Junge, Junge, Junge. Boom. Weiter Pass. Ah, ein bisschen. Jawohl. Bruma, hol dir den Ball, komm schon. Als ich die beiden gekauft habe, ne, da dachte ich zuerst, so Bruma ist eindeutig besser, Salah. Habe ich ein bisschen bereut, dass ich den gekauft habe, aber momentan sieht es echt andersrum aus. Jawohl, Fabian. Wunderschön. Jawohl, Halbzeit. Momentan sieht es echt ein bisschen... Na, doch nicht, okay, abseits. Momentan sieht es doch ein bisschen anders aus. Denn, der Bruma ist auf einmal so ein bisschen schlechter und der Salah ist besser. Schon wieder so ein langer Pass. Ah, der sieht zu lang aus. Jawohl. Zu lang. Ich weiß einfach nicht, was mit dem einen los ist. Ich glaube, Bruma hatte einfach diesen neuen Spielereffekt. Weil das ist das Krasse. Jeder neue Spieler bei irgendeinem Verein ist zuerst richtig gut und dann richtig schlecht. Wie zum Beispiel Kopfball. Tor! Jawohl! 2-0. Salah hat einen super Kopfball gemacht. Wie gesagt, Salah macht momentan echt viele Tore. Wie bei Van Nistelrooy bei Hamburg. Der war zuerst richtig gut und dann richtig schlecht. Oder Raoul bei Schalke. Zuerst richtig gut und dann richtig schlecht. Und ich hoffe, dass das ist jetzt nicht auch so mit Bruma, dass er zuerst richtig gut ist und dann richtig schlecht. So, meinetwegen genauso wie bei Salah, zuerst ein bisschen schlechter und dann richtig gut. Weil die sind jetzt schon, keine Ahnung, ein halbes Jahr hier drin. Gelbe Karte für Bruma. Der ist auch schwarz wie die Nacht, ne? Gleich ist die erste Halbzeit schon vorbei und es sieht momentan echt gut für uns aus. So ein 2-0. Oh, oh. Oh, nein, nein. Boah, Maggio, Alter. Zum Glück hat er den Ball nicht bekommen und Abpfiff. Nee, abseits. So ein bisschen Handspiel. So. Na, Salah kommt nicht an den Ball. Jawohl, schön unter Bedrängnis gesetzt. Bastian geht, Bastian geht, Bastian geht. Sieht Bruma, Bruma kommt nicht an den Ball. Ball wird rausgespielt. Geldmacher hat den Ball noch. Bruma passt. Oh, der schwerste Pass, den man machen könnte durch zwei Spieler durch, aber okay. Halbzeit. Bin mit dem Spiel zufrieden. Und wir starten direkt die zweite Halbzeit. Denn da gibt es eigentlich nichts auszuwechseln. Jawohl. Rösa, nimm den Ball an. Mann, wieso nimmt er nicht den Ball an? Bruma.
Wieso spielt er den zu Salah und nicht zu Rösa dann? Wenn er den so krass spielt. Schwalbe Pozzola hat den Ball. Ja, das sieht gut aus. Wohin spielt der den, Alter? Ich wollte zu Rösa in Lauf. Nicht zu, wer spielt da hinten? Silvester oder so. Oh. Oh, oh. Jawohl, zum Glück können die so scheiße schießen. Ja, das war doch gar nichts. Das war doch gar nichts. Gelbe Karte, okay. Komm schon noch mit. Komm schon noch mit in Ordnung. Nee, das sagt man nicht, ne? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Bin ich noch mit zufrieden. Ah, ich komme damit noch klar. So heißt es. Ja, was war das? Engine fail. Oh, oh. Jawohl, Bruma hilft da hinten ein bisschen aus. Und Reinhardt ist einfach viel zu langsam. So, der Rösa. Jawohl, Rösa ist gut. Gut, 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 gut. Zu Bruma. Bruma nochmal zu Reinhardt. Reinhardt schießt. Tor. Jawohl. Wunderschön. Da freuen sie sich. Ein 3:0. Damit ist eigentlich sicher schon entschieden, dass wir aufsteigen. Super. Gibt es eine Auswechslung? Ja. Sauer kommt für den Bruma. Jawohl. Jawohl. Und nein, 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 nein. Der war scheiße. Nein! Oh. Das war knapp. Ich dachte eigentlich, der kommt jetzt genau rein, aber nein, er köpft drüber. Puh. Sehr gut, genau zu Salah. Die spielen sich hier den Ball super her. Jawohl, 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 jawohl. Nein. Jawohl, nein. Jawohl, nein. Was war das denn? Salah schießt, ja. Das habe ich noch mitbekommen. Dann kriegt Salah irgendwie wieder einen Ball, dann wieder nicht, dann wieder doch und dann nicht und dann... Nee. Was war das? So, Napoli steht sehr weit vorne. Die wollen hier unbedingt nochmal ein Tor schießen. Zumindest zwei. Oder drei. Oh, oh. Limke hat den Ball aber sicher. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wow. Es war beinahe ein perfekter Pass in die Spitze. Oh, jetzt spielen sie uns aus. Jetzt sind zu wenig hinten drin. Sind zu wenig hinten drin. Der harte Pass, aber er spielt auch wieder dran vorbei. Wow. Es kann nicht jeder Spieler diesen Pass, also diesen Schuss so reinzubringen. Also einen richtigen Schuss machen bei so einem Pass. So. Timmy kommt für Salah. Heißt, Timmy ist in der 10er Position. Okay, okay, okay. Jawohl, jawohl, jawohl. Schuss. Pfosten. Was? So ein Kunderball geht noch an den Pfosten. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ey, Ballsperre. Nein. Jawohl, sauer, sauer. Schießt daneben. Und rein. Geldmacher macht das Scheiße. Toralbe Pozzola. Haben wir gelernt, hat keine Schusskraft. Boah, was ein für einen engen Raum die gerade spielen, ne? Unglaublich. Jawohl, super dazwischen gegangen. Ja, okay, taktisches Foul. Kommt immer vor. Gelbe Karte. Ja, alles klar. Okay, gelbe Karte für Patrick Leuchten.
Komm schon, pfeif ab, bitte. Bitte, pfeif ab. Pfeif ab. Los. 4 Minuten noch. Jawohl, abseits. Und die Fans pfeifen den Schiri aus. Wow, okay, da hätte ich auch nicht abseits gepfiffen. Ja. Nur den Ball noch hinten rauskriegen. Jawohl. Jawohl. Geld machen nochmal. Bringt die Flanke. Kopfball. War eigentlich ein super Kopfball. Besser kann man den eigentlich nicht machen. Und da ist es. Wir sind aufgestiegen. 13-0. Jawohl. Jawohl. Feiert mich. Ich trinke mal eben was. Ja, viel zu einfach. Jawohl. Sehr, sehr gut. Wischnewski hat einen super Job da hinten gemacht. Hätten wir dieses Spiel nicht drin gehabt, dann hätten wir, glaube ich, verloren. Super Spiel. So, Röser mit einer 7-5. Wischnewski mit einer 7. Verdient. Sehr gut. So. Puh. So, Gewinnbonus 210.000. Wunderschön. Wir sind aufgestiegen. Wir haben noch einen Verhandlungstag. Und damit möchte ich eigentlich mal eben die Spieler auskundschaften. In einem historischen Moment gewinnen wir die englische Relegationskrone. Pure Freude. Aufgestiegen in die Premier League. Wunderschön. Super. Yeah. So, Tim Lister. Verhandlungen. Verpflichten. Mal eben bei Favoriten gucken, wen wir da alles haben. William Moura. Wer ist Moura? Wow. Okay, Moura ist krass. Ah, auch ein bisschen teuer, ne? Reus, Soldado und Srinna. Okay. Wir wollten aber mal eben schauen. Erweiterte Suche. Spielername. Als ersten habt ihr mir vorgeschlagen Ribéry. Und da will ich euch mal eben... Warte, ich finde keinen Spieler, weil da kein Akzent drauf ist. Ribéry. So. Da will ich sagen... Nein. Der ist 37.000 wert und das können wir uns nicht leisten. Wir haben... 11.000. Wie man rechts oben sieht, haben wir 11.000, ja? 37.000? Nein. Ja? Als nächstes habt ihr den hier vorgeschlagen. Ich kenne den gar nicht. Wer ist das? Ihr wollt den hier, ne? Den hier, ne? Nicht den. Nein, ihr wollt den. Nein, Scherz. Der ist 63 Millionen wert. Nein. Ronaldo. Da wolltet ihr ja auch den hier und nicht den, natürlich. Der ist mal ebenso... Auch 64.000 wert, Millionen. Ich komme gleich wieder. Hier bin ich wieder. Als nächstes habt ihr vorgeschlagen, so einen komischen Typen, der viel zu überteuert ist. Der kostet mal eben so nur 39. Okay. Egal, wir können ihn trotzdem nicht holen. Dann habt ihr noch einen vorgeschlagen, der kostet, glaube ich, auch so viel. Ah, der sieht gar nicht mal so schlecht aus. Der ist auch eigentlich gar nicht schlecht. Aber 29 ist immer noch ein bisschen viel. So, sorry für den nächsten Cut. Ihr hattet noch Luis Adriano vorgeschlagen. So, Adriano. Der kostet 9 Millionen. Meint ihr echt Luis oder Luis? Ich werde mal eben, weil es gibt noch einen anderen Adriano.
Nee. Einfach ein Adriano. Ja, da gibt's so ein paar. Zum Beispiel den hier. Ich glaube, der war mega brutal. Ja, das war der. Der hatte damals in PES 2010 oder so 99 Schusskraft. Wenn der einmal geschossen hat, hat der Beine weggerissen. Ich glaube, ihr meint echt Luis, ne? Könnte sein. Ich werde ihn auf jeden Fall zu Favoriten hinzufügen. Dann habt ihr noch den hier gesagt. Der wird auch zu teuer sein. Nein. 19 Millionen. Okay, tödlicher Pass und Kreativität ist gut. Elfmeter ist gut. Flachpass und alles ist gut. Ballkontrolle ist super. Glupferpass auch super, aber ansonsten kann er nichts. Der ist langsam. Der ist halt nur für Bälle verteilen gut. So, Iniesta habt ihr auch noch vorgeschlagen. Ups, wo bin ich behindert? Da. So. Na, 36.000, der kann auch ein bisschen mehr, ne? Ja. Das eine ist hier bessere. Und ihr wolltet noch einen Kopfballstarken. Da werden wir mal eben schauen. So. Fähigkeiten. Kopfball. Wo ist es? Da möchte ich gerne mal so, sagen wir einfach mal 90, ja? Wir wollen direkt mal übertreiben und einfach mal 90 haben. Selbst nicht Spielerfähigkeiten, sondern nur 90. So. Da gibt es ziemlich viele. Zum Beispiel hier der. Piqué ist noch einer. Terry ist noch einer. Ich möchte aber gerne einen, der vorne ist. Und nicht so teuer ist. Varane ist einer. Varane ist so gut. Krass. Sergio Ramos ist einer. Cavani ist einer. Wow. Falcao. Llorente. Klaas Jan Huntelaar. Miroslav Klose. Krass, dass er auch so teuer ist. Amaury ist einer. Der sieht gar nicht mal so schlecht aus. Na, aber sonst kann er eigentlich nichts. Der ist halt nur ein Kopfballungeheuer. Luca Toni. Luca Toni kann auch nichts. Außer Kopfball. Und ich will nicht nur einen Kopfball haben. Pelé? Oder Pelé? Pelé. Ah, der kann schon ein bisschen mehr. Carroll? Balance hat er gut, Angriffsstärke hat er gut. Ball halten, okay. Mandzukic. Natürlich, der ist natürlich super. Kostet aber auch 17 Millionen. Ja, ich weiß noch nicht. Wir werden ein bisschen anders mal schauen. Hier brauchen die nicht das, sondern vielleicht mal so. Buh. Und vielleicht noch ein bisschen, keine Ahnung. Abschluss 80. Ich will schon einen haben, der was kann. So. Okay. Verfügbarkeit, okay. Ja, wir nehmen Ronaldo. Wir nehmen eindeutig Ronaldo. Bö. Toivonen. Wer ist das? Kevin Kurani. Wir könnten Kurani kaufen. Wie geil wäre das denn? Cool. Warte, Sprungkraft. Gibt es noch Sprungkraft oder so? Schusskraft? Sprungkraft da. Da auch mal so 85. Ich will ein richtiges Biest haben. Jawohl, Giroud ist eigentlich richtig geil, aber zu teuer.
Einsatz super. Der kann auch was. Er hat Balance. Geschwindigkeit ist ja jetzt nicht so krass. Aber der kann halt was. Ich komme gleich wieder. Es tut mir echt ein bisschen leid, dass ich so oft Cuts machen muss. Aber momentan klingelt das Telefon alle 3 Sekunden. So. Wir wollten gerade schauen, wer von denen der Beste ist. Ich möchte ein bisschen Geschwindigkeit schon drin haben. Ronaldo ist natürlich die übelste Kampfsau. Cavani wäre krass, echt. Falcao wäre auch nicht schlecht. Ramos wäre auch nicht schlecht, sehe ich gerade. 9.000, 9 Millionen. Ich verwechsel die ganze Zeit. Boah. So, Klose, Ramos, Klose, Ramos, Klose, Ramos. Man kann einfach mal hier drauf gucken. Da wäre Klose eigentlich besser. Weil das halt ein Flügelspieler, sagt er. Strafraumfuchs. Falcao wäre auch noch ein Strafraumfuchs. Boah, das ist echt schwierig. Ich will halt mein Geld nicht verschwenden, weil ich habe nicht so viel. Klose oder Ramos? Wir werden mal eben schauen. Erwartete Einnahmen, mal eben schauen. Minus 8 Millionen. Oh. Das ist nicht so geil. Wir haben auch ziemlich viele momentan. Warte. Ich bin gerade voll verplant. Verhandlungen. Verpflichtungen. He, bin ich gerade ein bisschen doof. Kaderliste. Können hier mal eben sowas wie den Sigmund. Den Sigmund brauchen wir nicht mehr. Den haben wir nie benutzt. Deswegen werden wir den auf die Transferliste tun. Weil die haben Jahresgehalt alle von 5 Milliarden. Salah ist relativ gut. Den möchte ich noch behalten. Den haben wir gerade erst eingekauft. Wir haben ziemlich viele Links-Dinger. Linksorientierte, genau. Wir haben ziemlich viele Linksverteidiger. Deswegen werden wir Toray Posolo mal eben noch verkaufen. Und ich denke, 15 Jahre und 8 Millionen schon wert, der geht schnell weg. Silvester will ich nicht mehr haben, der ist mir zu scheiße. Wir müssen gerade ein bisschen aussortieren, ja? So. Der Geldmacher. Den will ich bitte auf Leihliste tun. Also ich finde den eigentlich gut, aber momentan ist er scheiße. Jo. Alles klar. Dann machen wir hier mal eben noch ein bisschen weiter. Und warten auf ein Angebot. Ja, die Folge geht ein bisschen länger. Eröffnung des Transferfensters. Und haben wir schon Angebote? Schauen. Okay, Platz 3, ja. Alles klar. Minus 4 Millionen. Alles klar. Momentan ist Transferzeit, bla bla bla. Bruma hat die Mannschaft verlassen, okay. Komme ich mit klar. Weil das war halt nur eine Ausleihe. Weiter. Bekanntgabe des Nationalmannschaftskaders. Das sind so ein paar, glaube ich. 11 Spieler, genau. Super. Salah einmal für Ägypten, Rosbach für Deutschland, Röser für Deutschland, Timmy für Deutschland, Limke für Deutschland, Reinhardt für Deutschland, Patrick Leuchten für Deutschland, Rübenstrunk für Deutschland, Zalbouti für Marokko, Philipp Leuchten für Deutschland und Walter für Deutschland. Wow.
Da bin ich echt stolz drauf, dass wir so viele einfach haben, die irgendwo hingehen. Und wir wollen hier mal bei Favoriten gucken. Jetzt habe ich die natürlich nicht dazu hinzugefügt. Mann. So. Boah, Alter. Was wollte ich jetzt machen? Erweiterte Suche. Meine Güte. So. Jo. Ich möchte einmal bitte Giroux hinzufügen. Eben schauen, wie viel die alle kosten. Klose hinzufügen. Ja, Ramos hinzufügen. Carroll ist echt nur stark in der Luft, oder? Und Balance hat er nur. Und Schusskraft. Abstoß hat er viel. Geschwindigkeit ist okay. Der ist gar nicht mal so schlecht. Mandzukic ist auch ein richtiges Biest. Und Kurani. Kurani wäre auch witzig. So. Alles klar, wir machen noch ein bisschen weiter. Vielleicht kauft ja irgendeiner irgendwas von uns. Neue Mannschaftsplatzierungen. Und das wäre. Das ist genau. Wo sind wir? Platzierung 92. Wir sind 92 der weltbesten Mannschaften. Mainz ist hinter uns, Freiburg ist hinter uns, Köln ist hinter uns und so weiter. Warte, wer ist denn Erster? Bayern München. Okay, komme ich mit klar. Ligatabelle. Okay. Ja. Alles klar. Emre. Was soll ich mit Emre? Was soll ich mit Emre? Herrera, die wollen unbedingt das Fernandinho kaufen, ne? Miralas. Miralas kann nix. Kopfballstärke von 65. Was soll ich damit? Ja, und die anderen interessieren mich jetzt nicht so. Datenbank. Statistiken. Ah, okay. Okay, habe ich gesehen. Und wir wollen vielleicht mal eben erwartete Einnahmen. Sind immer noch minus 4 Millionen. Transfermarktneuigkeiten. Da gibt es schon so ein paar. Ah ja, das vom letzten Jahr, glaube ich, noch. Lol, Brooklyn, das ist Salah. Sind die irgendwie behindert? Ah, okay. Ich wollte gerade schon sagen. So, verpflichten, Favoriten. Wir werden jetzt hier einfach mal einschauen, ob wir den kriegen. So. Was ist denn unrealistisch? Ramos ist unrealistisch. Klose ist ein bisschen unrealistisch. Und Kurani ist ein bisschen unrealistisch. Wieso? Auf Höhepunkt. Auf Höhepunkt, Entwicklung rückläufig. Das wird sich also nicht so lohnen. Auf Höhepunkt, rückläufig, okay. Das heißt, Giroud kommt für mich momentan als am ehesten in Frage, obwohl er nicht so krass ist. Ramos ist auch nicht so schlecht. Klose, Carroll. Carroll finde ich momentan echt am besten irgendwie. Ah, okay, warte. Mal eben schauen. Wieso? Kunstabschluss. Joker, okay. Wieso ist denn eigentlich. Ah, warte, wie groß sind die eigentlich alle? 1,91. 92. Puh, das ist echt schwer zu entscheiden. Ich werde jetzt einfach mal sagen, wir nehmen. Wir nehmen. Scheiße. Fuck. Ah.
nicht Giroud, sondern auch nicht Carroll, sondern wir nehmen Mandzukic. Verhandlungen. Ja. Nein, doch, ja. So, sorry dafür nochmal. Gehandelte Spieler. Ich möchte gerne einen Spieler handeln und vielleicht den Geldmacher. Da sind sie immer noch ein bisschen angepisst. Puh, ist der. Boah, krass. Der ist echt anspruchsvoll. Sigmund. Immer noch angepisst. Das klappt dann nicht. Es klappt einfach nicht. So. Luis Adriano. Der war nicht so stark. Mann. Warte. Der war nicht so teuer. Versuchen wir es mal mit ihm. Oh, da sind sie stark angepisst. Soldado Klose. Komm, wir nehmen jetzt einfach mal Klose. Ah, ich kann aber höchstens 12.000 oder so. 11.000 sagen wir einfach mal. Ups, jetzt habe ich nicht bestätigt. Ach, Mann, Alter. Ich sag die ganze Zeit 1.000. Geldmacher vielleicht noch? Ja, da sind sie echt glücklich drüber. Was ist, wenn ich nur einen Sigmund mache? Ja, das ist noch okay. Da sind sie ein bisschen angepisst. Das ist okay. Vertragsdauer. Wow, ich kann nicht länger machen. Okay, dann nicht. Dann nicht. Ich schau mal bei Korani. Nee, oder? Oh Mann, ich kann mich nicht entscheiden. Mann. Doch, wir nehmen mal Klose. Sorry. Sorry. Und den Sigmund. Den wollten wir ja eh verkaufen. Na? Komm schon. Sei fröhlich. Jawohl. Ja? Nein. Okay. Dann machen wir es so. Jahresgehalt. Einsatzbonus. Wow, okay, nein. Torbonus, nein. Leistungsstraße, ein. Nein, möchte ich gerne nicht. Ich möchte gerne den ein bisschen verlängern, Mann. So, okay. So könnten wir ihn kriegen. Alles klar. Zeit vorstellen. So, Aktualisierung der Nationalmannschaften oder so. Was war das? Oh, Deutschland ist Zweiter hinter Spanien. Okay. Und? Verhandlungen? Sehr gut. Oh, die sind ein bisschen teuer. A little bit teuer. Ich wusste es. Ja, genau. Direkt Optimum stellen, ne? Sei doch froh, dass ich dir so viel biete. Ja, ich könnte damit sogar noch ein bisschen runtergehen. Nein, ich biete dir auf jeden Fall nicht so viel an. Immer noch glücklich. Okay. Immer noch glücklich. Jetzt ist er böse. Okay. Jetzt ist er glücklich. Böse. Okay. Alles klar. Böse. Okay. Glücklich. Böse. Okay. Glücklich. Sehr gut. Okay. Machen wir es so. Weil Klose wäre doch eigentlich schon richtig cool. Klose wäre cool. Dann hätten wir da vorne auch ein richtiges Biest. Alejo. Alejo ist auch nicht schlecht, aber zu alt. Ja, okay. Okay. Zeit vorstellen, weiter. Komm schon.
Was ist das? Südamerika Star des Jahres Vergabe. Okay. Und es ist Gago. Wow. Gago. Super. Oh mein Gott. Und es sieht gut aus. Alles klar. Damit komme ich in, bin ich mit zufrieden. Cool. Wir haben Klose. Das ist doch mal cool. Mal so. Schauen wir mal eben. Ja, wir machen es mal weiter. Schauen, wer jetzt noch verkauft wird oder nicht. Transferzeitraum. Okay. Boah, draußen stürmt es gerade, als wäre die Welt untergehen. Miroslav Klose ist dem Kader beigetreten. Super. Boah, sieht er alt aus. Sieht echt aus wie 35, 49 oder was weiß ich was. Wo ist denn Klose jetzt? Wahrscheinlich ganz unten, ne? Da ist er. Ja, 36. Wow. Kompletter Transfer. Ist mir relativ egal. Den haben wir eh nicht so oft eingesetzt. Jo, wir machen weiter. Was ist das? Jetzt kommt der Aufstieg. Vertragsverlängerung. Okay. Verträge, alle Begegnungen dieser Saison wurden abgeschlossen. Es gibt Teams, die Interesse an ihren Diensten zeigen. Es ist Zeit, sich zu entscheiden. Es gibt noch ein Team, das sich bla bla bla, bla 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 bla. Okay. Ja, okay. Verhandlungen, interessierte Clubs, Angebotsliste. Okay, also Karabakh, Stuttgart, Trabzonspor, Malaga, Werder Bremen, Crystal Palace. Ah, okay. Wir bleiben aber natürlich beim Karabakh FK. Vertrag. Ah, okay. Ja, okay. Alles klar. Musst du mal eben schauen, wie das funktioniert. Das habe ich nämlich auch noch nie erlebt. Sie werden diesen Verein auch nächste Saison trainieren, sind Sie sicher? Ja, bin ich. Denn ich kaufe nicht zuerst Spieler ein und dann will ich das nicht mehr. So, letzter Tag beim derzeitigen Club. Das stimmt hier nicht. Momentan nichts zu berichten, alles klar. Und letzter Saisontag. Das heißt, wir steigen jetzt auf. Wir steigen jetzt auf. Emenike, den kenne ich. Der hat aber nicht so krasse Kopfballwerte. Boney. Den kenne ich auch. Nastasic kenne ich natürlich. Sieht voll komisch aus. Georgic. Oder Georgic. Kenne ich auch. Adebayor kenne ich natürlich auch. Riesenauge. Hamudi kenne ich nicht. Juan Mi auch nicht. Juan Mi ist, glaube ich, ein Chinese oder so, ne? Nee, doch nicht. Zeit vorstellen. Zur nächsten Saison. Jawohl. Wunderschön. Okay. Unsere Werte. Ist alles okay. So, aufgestiegen, abgestiegen. Bayer Leverkusen ist abgestiegen. Oh, krass. Die Saison 2015-2016 läuft jetzt. Der Verein ist für diese Saison in die Premier League aufgestiegen. Jetzt wird's ernst. Erster Saisontag. Es gibt neue Jugendspieler. Cool. Maluda. What? Der sieht aus wie 80. Und ist 16? Kannst du mir nicht sagen.
Niemals. Nein. Was? Okay. Ja, die sind jetzt hier alle nicht so berauschend. Nur Cassano, der aussieht wie 80, und Maluda. Krass. Krasse Scheiße. So, da ist jetzt Stellenangebot Nationalmannschaften. Vielleicht kriegen wir ja eine Nationalmannschaft. Das wäre natürlich auch mal wichtig. Durch ihre Ehrungen der letzten Saison erhalten sie die Chance, eine Nationalmannschaft zu trainieren. Treffen sie eine weise Entscheidung. Bla bla bla. Erstmal ein Scout. Godin. Godin ist nicht schlecht. Okay. Rakitic. Er sieht voll aus wie ein Mädchen, aber Rakitic. Kaká. Kaká war auch mal besser. Luis Gustavo, De Bruyne. Clever Spielmacher. Ja, der kann schon was. Raphael. Wer kennt ihn nicht? Kaschaniklik. Nee, Kaschaniklitsch. Okay. Kamara. Okay. Und Tierney. Angebote, Geldmacher. Reagieren Sie entsprechend. Verhandlungen. Ausleihe für Atletico Madrid. Okay, machen wir. Machen wir. Cool. Cool. Finde ich nicht schlecht. Am 11.8. wird er gültig. Alles klar. Bis Ende des Tages Angebote prüfen. Angebotsliste. Nigeria, Thailand, Paraguay und Griechenland. Wir werden einfach mal, um uns ein bisschen bekannter zu machen, werden wir Griechenland nehmen. Vertrag. Nee, Kaderliste erstmal. Schauen. Boah. Das sind alles nur Kanten, ne? Und die haben alle einen viereckigen Kopf. Aber echt alle, ne? Alter, was ist das? Ja, der nicht. Ah, so langsam kommen die normalen. Nee, der ist wieder viereckig. Viereckig. Ah, normal. Normal. Viereckig. Viereckig. Ja, leicht viereckig. Normal. Kann man nicht sehen. Boah, was ein Salafist. Viereckig. Okay, der ist auch nochmal normal. Ja, das ist halt so eine Mannschaft, die kann nicht viel, aber man macht immer das Beste draus. Genau. Man macht einfach immer das Beste draus. Deswegen werde ich das einfach mal annehmen. Werden der eh nicht so lange bleiben. Ja, wenn es was Besseres gibt, werde ich da auch wechseln. Zum Beispiel zu Deutschland, Spanien oder was weiß ich was. So, ein Trainingsspiel. Das heißt, für mich, ehrlich gesagt, es ist ein Trainingsspiel. Und das heißt, manche Spieler werden ausgeliehen. Was? Gar keiner? Okay, alles klar. Okay. Und das heißt, die Folge ist vorbei. Die Folge ist vorbei. Letztendlich zählt nur das Ergebnis. Okay, alles klar. Das heißt, ihr habt jetzt eine extra lange Folge gekriegt und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn sie da heißt Let's Play Pro Evolution Soccer 2015 in der ersten Liga. So, schönen Tag noch, bis zum nächsten Mal, ciao.